Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Creativerse. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einfinden. Ich habe jetzt schon die ein oder andere Woche nicht mehr gezockt, weil ich auch ein bisschen im Prüfungsstress war. Da sind auf jeden Fall wieder Viecher, die lasse ich auf jeden Fall mal um. So, komm. Mit meinem schönen neuen Obsidian-Schwert. Und ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen, die ich nach und nach so abwickeln muss. So, was haben wir hier? Knochen. Komm, nehmen wir einfach mal alles mit. Nice. Ihr wollt mir doch sicherlich hammergeilen Loot geben, ne? Aber sicher doch. Ja, das finde ich nett. Wieder Knochen, sehr gut. So, und dich da nehme ich auch noch mit. So, bald soll ja auch das erste große Update von den Creativers machen kommen. Sie haben gesagt, sie wollen an dem Teleportationssystem ein bisschen was verändern. Weil aktuell ist es ja noch so, mit der 4 könnten wir uns ja einfach aus der tiefsten Höhle wieder ganz nach oben porten. Und das soll in Zukunft nicht mehr so sein, dass man den Rückweg quasi doch schon aus eigenen Kräften finden muss. Und ich frage mich gerade, wie konnte ich nochmal mein Inventar öffnen? Sowas auf jeden Fall nicht. So vielleicht? Ja, sehr gut. So, unser Bild ist auch wieder da. Das gefällt mir. Was brauchen wir denn? Wir haben das Stone Power Cell. So. F. Nee, Moment, ich wollte hier ran. Was ist denn so das nächste, was wir uns machen müssten? Eigentlich ja einen Obsidian-Handschuh, ne? Das meint ihr ja auch. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Twine, davon aber mehr als genug. Wir brauchen Leder, das haben wir auch. Stonewood, okay, und Obsidian. Obsidian haben wir natürlich jetzt nicht. Okay, was brauchen wir für die Extractors? Wir brauchen Stone und Wood Slabs. Ja, ich würde mal sagen, Stone. Dum, 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 dum. So, hier. Limestone, normalen Stone. Mit Stone habe ich doch dabei, oder? Wood Slabs. Wood Slabs. Ich mache so ein Stack hier mit. Daraus macht man ja, glaube ich, Wood Slabs, oder? Ne, hier sind noch Wood Slabs drin. Haha, sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall einiges von diesen Extractors. So. Machen wir uns sie mal instant fertig. Haben wir noch normalen Stone? Wir haben noch normalen Stone, oder? Ah ja, stimmt. Und wir haben auch in der letzten Session diese Rezepte gefunden. Die könnte ich mir natürlich gleich mal aneignen. Kohle. Habe ich echt keinen Stone mehr? Stone Slips. Ich habe keinen Stone mehr. Was ist das denn hier? Okay. Leckt mir am Arsch. Ich habe echt keinen Stone mehr. Das ist noch ein Obsidian-Barren. Okay, aber wir brauchen zwei für den Obsidian-Handschuh. Das bedeutet, wir werden mal gerade gucken, ob wir in einer Höhle ein bisschen Obsidian finden. Ja, hahaha. So, ich glaube, hier war doch eine, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. So, guten Tag. Hier war ich auch schon drin. Kohle, ja, Kohle ist ja schön und gut. Könnte ich eigentlich ein bisschen mitnehmen. Nehme ich Kohle mit? Ja, komm, ein bisschen Kohle nehmen wir mal mit. Ja, komm, zwei Kohleblöcke bauen wir mal ab. Der Rest sollte dann aber doch schon für Obsidian drauf gehen, sage ich mal. So, da hatten wir auch letztes Mal so ein böses Megavieh, oder? Ich glaube schon. Das blöde Megavieh ist auch noch da. Tja, die Frage ist, wie stark ist das? Ich weiß es natürlich nicht. Hä? Ich hätte ehrlich gesagt gerne Pfeil und Bogen, muss ich mir ein bisschen eingestehen. Ich
Ich glaube, ich habe dieses Vieh schon... Hast mich gesehen? Komm her, du Nutte. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Achso, ich kann zwei Blöcke hochspringen. Sehr gut. Ich glaube, das ist schon eins von den heftigen Viechern. So, 12 Kohle ist ja schon mal schön und gut. Ist ja nicht noch irgendwie ein bisschen Obsidian an der Oberfläche. Ich kann mal ein paar Fossilien mitnehmen. Ich frage mich, was man damit später noch machen kann. Die sind doch nicht nur dazu da, um sich Knochen zu machen. Das kann mir doch keiner erzählen. Warte mal. Da ist doch noch irgendwas. Wow, Mushroom, sehr gut. Ich will doch nur ein bisschen Obsidian. Ein ganz kleines bisschen. Ein Obsidian, das muss doch machbar sein. Konnte ich irgendwie rennen? So vielleicht? Ja. Und, Moment, hier ist auch noch was. Habe ich hier schon reingeguckt? Ne, hier war nichts. So, hier war glaube ich auch nicht mehr, oder? Lol. Hä? Na komm. War hier noch Obsidian? Komm schon, ein einziges Obsidian. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm schon. Kohle, Kohle. Lol. Was ist das? Wo? Wo bist du? Was ist das denn für ein Himmel? Ein grüner Himmel? What the fuck? Wieso ist der Himmel grün? Lol. Irgendwas stimmt hier nicht. Das hört sich anders, käme das von da. Rechts oben höre ich jetzt gerade. Ich kann mich natürlich auch irren. Da ist auf jeden Fall eine neue Kiste gespawnt, wie es aussieht. Lol. Was ist das denn? Was bist du? Alter, what the fuck, es ist auf jeden Fall scheiße groß. Okay, und es hängt da fest, das soll mir recht sein, das Ding kann doch ruhig ein bisschen festhängen, sag ich mal. Der Himmel sieht ja recht normal aus. Alter, scheiße, ey. Unter Tage ist es ja voll gefährlich. Das gibt's doch nicht, hier muss doch irgendwo ein Stück Kohle sein. Hab ich hier nicht irgendwie Kohle gesehen und wusste nicht, was ist das denn da? Kohle meine ich. Ich suche natürlich immer noch Obsidian. Aber ich finde hier echt nur Kohle. Das gibt's doch gar nicht. Das ist auch nur Kohle. Wie stark sind die Viecher? Ich hätte das mal nachgucken sollen. Auch natürlich blöd, dass man noch nicht wirklich im Bett schlafen kann. Moment. So, jetzt habe ich gerade hier die falsche Taste gedrückt. Ich guck mal, ob das vielleicht doch geht, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Verdammt, ich will mich mit einer Lederrüstung nicht unbedingt mit diesen Viechern anlegen. Das ist mir viel zu riskant. Aber ich kann ja auch echt nicht schlafen, ey. Scheiß doch die Wand an. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt eine Erkundungstour. Habe ich jetzt so beschlossen. So, für eine Erkundungstour brauche ich Fackeln. Und das haben wir ja. Was brauche ich noch dafür? Ich könnte das hier verwenden. Ansonsten, ja. Das könnte man ablegen. So, Moment, da habe ich ja auch noch eine Kiste. Was ist da eigentlich noch so drin? Noch mehr Holz. Leck mir doch am Arsch, ey. Stone Rod.
Boah, Spaß, wir brauchen echt noch ein einziges Stück Obsidian für den nächsten Handschuh. Das kann's doch nicht sein, ey. Leder. Leder tue ich mal zu Leder. Ja, mitten in der Nacht so eine Erkundungstour. Na egal, scheiß drauf. Ich meine, ich weiß nicht so genau, in welcher Folge wir sind, aber wir haben uns echt noch nicht einmal umgesehen. Das muss sich ändern. Komm, Tür, geh zu. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Richtung. Lol, das ist eine Kiste. Oh komm, da ist doch jetzt ein Obsidian drin, oder? Und nein. Was bist du? Okay. Man hat auch echt kein Glück. So, ich gehe mal ein bisschen in die Richtung hier. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Was ist das denn? Ach so, diese Piggies, okay. Na, yes. Aua, ey. Das ist doch eine Frechheit hier. So, warte mal. Wo sieht man denn unser... Hier sieht man unser Haus noch. Da würde ich mal sagen, machen wir hier mal unseren... Lol. Hallo, E-Inventar. Bitte auf die 2, dankeschön. So, würde ich mal sagen. Und, sehr gut. So. Meine zukünftigen Marker, die mir immer signalisieren, in welche Richtung ich gegangen bin, beziehungsweise aus welcher Richtung ich komme. So, da ist noch eine Kiste, oder ist das eine Kiste? Nee, du bist keine Kiste, du bist nur ein Stück Sand. Ja, sehr gut. So. Mal gucken, da wird der Wald wieder dichter. Ich frage mich auch, was es hier so für Biome und so alles gibt. Was haben wir hier? Sandstone, okay. Red Flowers, was ist das da? So, mein Marker sieht man noch ganz, ganz schwach da, so in der Ferne. So, ich stelle hier mal einen weiteren hin. Und hepp. Wow, 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 wow. Komm ich da irgendwie dran bestimmt, oder? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und, das gibt's nicht. Ich komm nicht dran. Ach, leck mich doch. Komm, hallo? Das hat ja schon fast was von der Schlucht, oder? Hm. Hier war einen schönen See. Ach ja, was ist das hier eigentlich für ein Material? Das wollte ich doch noch nachgucken. Bedrock. Okay, so sieht Bedrock also aus, wenn er nicht gerade unter der Erde liegt. Interessant, interessant. Ist der irgendwie ein Höhlensystem oder warum geht es hier so tief runter? So, ich muss mir mal gerade ein bisschen hier hochhelfen. Sonst wird das nichts. Guten Tag. Hallo? Sehr gut. Komm schon. Spring. Und... Oh. Hallöchen, Pilze. Und ich höre was. Hört sich bei mir auf dem Kopfhörer so an wie ein Wasserfall. Das ist es bestimmt aber nicht. Erstmal die Pilze mitnehmen. Ich weiß auch noch gar nicht, vielleicht ist das ja auch total sinnlos, was ich hier mache. Vielleicht gibt es in Creative ja doch keine richtig mega geilen Biome. Das weiß ich natürlich noch nicht.